Wir starten in unseren heutigen Stream. Nach dem alten Motto, bei Kerzenlicht und Mondenschein baue ich mir mein Eigenheim. Hi Linnea, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Hallo. Muss ich jetzt gleich wieder am Anfang hier auf niedlich machen, oder? Ja. Und gleich alle wieder sagen, boah, schick mir die Telefonnummer von ihr, hier, heppa. Ja, klar. Sobald wir sehen, ist eh vorbei. So. Ja, ich krieg hier echt Höhenangst. Wenn ich hier ja, so oben. Ja, ich stehe hier ganz oben auf meinem Turm. Da unten ist ja das Haus von der Linie. Und unser Garten, aber wenn ich jetzt hier runterfliege. Aber ich möchte hier oben noch so ein Flughafenteil hinbasteln. Oder. Was? Ja, kennst du das nicht? Dieses rote Blinken da, wo oben aus so großen Gebäuden dran ist, damit die Flugzeuge nicht dagegen stoßen. Weil ich habe hier Angst, dass mir die Flugzeuge hier alle gegen mein Haus stoßen. Deswegen brauche ich hier unbedingt eine Flughafenmarkierung. So. Hier kommt eins hin. Ja. Außerdem sieht es einfach katze cool aus. Klar. Ich habe jetzt vor, mit meinem Flugzeug hier rumzufliegen und gegen dein Haus zu krachen, weil ich das Licht nicht sehe. Ja. Al-Qaida, genau, sage ich dann nur. Al-Qaida! Scheiß Al-Qaida! Ja. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe noch keinen offiziellen Vertreter in der Presse gesehen, der gesagt hat, ja, das muss man sehr aussprechen. Ja, weil die auch kein Bayerisch reden. Ja, er durfte auch Arabisch sprechen, aber hast du schon in der Presse irgendeinen gesehen, der jetzt gesagt hat, so, also du musst jetzt hier sagen. Ich finde das frei jetzt voll, wegen dir habe ich jetzt einen Zombie oder so einen Vertreter hier, der sagt, nee, das muss man jetzt hier sprechen, der beschwert sich gerade bei mir, der steht hier gerade an der Tür. Und Zombie? Ja, also entweder der oder das sind meine Schuhe. Oder schon wieder so ein kranker Mensch. Deine Schuhe reden mit dir? Ja. Okay. Sie flehen mich immer an, sie anzuziehen. Aber ich bin zu faul. Da müsste ich rausgehen. Jetzt bin ich ganz das oben. Sonnenlicht. Und jetzt machen wir hier drumherum noch so eine kleine Lichterschau. Damit auch niemand mit seinem Flugzeug außerhändig dagegen fliegt. Können wir mal eine Lichterserenade hier machen? Ich weiß nicht. Müsste eigentlich gehen, oder? Kann man auf so. Fluss mit so Lichtern? Ja. Ja, wenn man auf die Boote irgendwie so Lämpchen drauf machen kann. Oh, wir haben morgen. Was? Wir haben morgen. Oh ja, endlich. Müsste das Gästezimmer endlich mal. So, guck mal raus auf meinen kleinen süßen Turm. Ich kann nicht. Das ist so hoch. Das ist wirklich so, ich komme echt. Ich habe ja nur so ein Fenster, da komme ich nicht weit. Moment. Da muss ich meine Decke einschlagen und dazu habe ich echt keine Lust. Ich habe nämlich eine Spinne auf dem Haus. Ja, ich muss hier eh noch mein Eigenheim noch ein bisschen ausbauen. Stelle hier gerade. Oh, und ich habe kein Glas mehr. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das Ganze hier nach Stiftung Warentest ein bisschen sicherer machen können. Ja. Wenn nicht, dass der Typ nachher kommt und sich beschwert hier, wir hätten das alles hier. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich rufe dann den TÜV an und dann. Nicht sicher genug gemacht. Aber ich glaube, die Safety. Nicht für Kinder geeignet. Reißen wir noch ein. Ach Mist, da können wir auch keine Flammen anbringen. Ach, okay. Blöd. Die Viecher müssten jetzt brennen. Dann kommt der Schritt wieder weg. So. Ich habe eine Spinne auf dem Dach und will nicht weg. Achtung, da fliegt gerade ein Stückchen Birkenholz runter. Ich gehe gerade mal runter hier am Turm. Ja, kannst du die Spinne auf dem Dach wegmachen? Ich muss ja noch in Twitch ändern, dass wir jetzt Minecraft spielen. Minecraft. Da haben wir.
Haha, ich habe sie besiegt. So, unser heutiges Motto heißt: Dümmer geht's immer. Beispiel, André, nein, nicht an meinem Haus. Oh nein, nicht an meinem Haus. Da ist ein Creeper. Ja. Da ist ein Creeper. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder kommen und hier den Ritter in strahlende Rüstung spielen hier, oder was? Ja. Und bei mir steht eine Spinne im Haus. Ich glaube, sie hat was. Pech. Komm her und mach den Creeper weg. Ein Creeper? Creeper, mach den jetzt weg. Ich will kein Creeper. Creeper Leipzig. So, wo ist er denn? Irgendwo in meinem Haus. Irgendwo ist immer die Puppe. Ach, hier, direkt. Oh, direkt in deinem Eck. Komm, ich spreng dich direkt am Haus. Komm. Willst du mich? Seid ihr zwei? Oh, er explodiert! Quatsch. Wo bist du? Wir waren hinten an deiner Front. Aber keine Angst. Ich explodieren und ich lass dich explodieren. Oh, kannst du dich wieder raustrauen? Hier noch meine kleine Ranch. Die braucht noch ein bisschen Futter. So, also es müssten jetzt eigentlich gleich 10 neue Kühe da sein. Okay, so viel Futter, wie ich mir bestimmt ein bisschen. Da kann ich mir bestimmt eine klauen. Was heißt, du kannst dir eine klauen? Ja, so. Jetzt kommst du wieder an hier und willst hier. Ja. Du bist doch mein Ritter in strahlender Rüstung. Egal, dann klaue ich mir halt das Fleisch so. Oh, ich bin ja mein. Komm mal raus. Ich bin draußen, ich bin auf dem Dach. Ja, aber man muss einigermaßen weggehen. Damit man meinen kleinen Turm überhaupt würdigen kann. Oh, der sieht voll gut aus. Du hast Glück, dass ich mein Schlafzimmer gerade nicht baue. Wieso? Willst du mich da noch übertreffen oder was? Nein, eigentlich nicht. Ich hab nicht ganz so große Langeweile. Und nicht ganz so groß. Kommt hier jetzt nicht wieder das Phallus-Symbol-Argument oder was? Und ich hab nicht einen ganz so großen Komplex, tut mir leid. Du weißt, wonach das aussieht. Nein. Also ich würde sagen Turm. Aber erzähl mir, was du darin siehst. Vor allen Dingen darin. Daran. Oh. Einmal mit vernünftigen Leuten arbeiten hier, das ist. Da hättest du jemand anderen suchen sollen. Sei froh, dass Rick nicht da ist, ich glaube. Es wäre noch schlimmer geworden. So, ich muss mir nur überlegen, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Bei dir ist eine Spinne in einem von deinen Umzäunten. Ja, dann kannst du das wegmachen. Ich komme hier gerade nicht raus. Ich baue mich hier gerade selber ein. Ja, ich mag's. Muss dein Ding hier nicht auch irgendwie eine Tür haben oder so? Oder? Naja, das kommt später. Nein, ich sperre meine Gäste hier dann ein und dann kommen die nie wieder raus. Nein, kann ich. Warte, hier kriegst du noch ein bisschen Feuer. Ach nee. Das Feuer, nenn ich will kein Feuer. Geh weg mit Feuer. Ja, bitteschön. I, voll, voll. Ach, du bist doch mein Dach. Ja, ich muss mir die. Weißt du, ich mach gern so Katastrophentourismus. Warum? Was findest du daran jetzt katastrophal? Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du findest also mein Haus scheußlich? Oh, scheußlich würde ich jetzt nicht sagen. Katastrophal. Das trifft schon eher, oder? Also ich überlege gerade, soll ich es übers Dach
Wie wäre das cool, wenn man übers Dach ins Gästezimmer kommt? Soll ich jetzt bei Tine Wittler anrufen und fragen, ob das... Ja, mach mal. Ob das der neue Schritt ist. Ja, entweder so oder, gar nicht. Na warte, ich muss mal kurz mein E-Mail-Programm ausschalten. Leiter. Ja, maybe nicht gut. Ich laufe halt auf Hochtüren. Wo baut man eine Leiter? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich guck mal kurz. Nein! Nein, da ist eine Spinne. Warum ist da eine Spinne? Du machst ein Haar aus dem Stecken. Hast du mich gehört? Ja, ich bin tot. Das ist... Oh. Halt die Goschen. So. Wie weit ist mein Glas? 21 Glas, das reicht. So, dann können wir das Ganze nach Stiftung Warentest hier sicher machen. Du meinst nach TÜV. Stiftung Warentest testet nur Zahnbürsten und den Schrott. Stimmt auch wieder. Ich dachte, die machen auch Aufzüge und solche Sachen. Nein, das macht der TÜV. Okay. Greift die Spinne mich jetzt nochmal an? Nein, die wird sich wahrscheinlich jetzt überlegen. Oh nee, ich habe sie schon mal getötet. Das wird beim zweiten Mal sicherlich nicht nochmal klappen. Ich glaube, dann klappt es sicherlich. Wegen der Scheißspinne bin ich jetzt schon wieder nicht mehr... Ich war so weit, oh Mann. Na, ich muss mein Inventar schon wieder neu sortieren. Ich bin ja schon also froh, dass mein Todesgrund hier nicht mehr auf meinem Turm ist. Ja. Und wie findest du meine Zombie-Nachmache? Ja, sehr professionell. Ich würde mich damit vielleicht nicht unbedingt beim Fernsehen bewerben, aber... Für Tine Wittler reicht's, oder? Ja, so als Klingel, oh. So als Hausklingel. Okay. Also die Beschwerden bitte hier in Twitch-Chat schreiben, das ist... Warum Beschwerden? Ja, liebes RTL, bitte nicht gleich verklagen. Achso. Ja, so eine Haustürklingel, das ist doch cool. So. Das weiß ich. Wenn man betrunken ist, ist es bestimmt witzig. Okay. Die Spinne hat mich ausgezogen. Und mir meinen Helm geklaut. Du lachst. Mein Helm ist weg. Einfach so. Egal was du machst, wenn du Fotos machst, sind wir alle zufrieden. Egal was die Spinne gemacht hat. Ich meine im Spiel. Ach so, okay. Ja, der arme, ja, du bist jetzt so, jetzt bist du ganz arg traurig. So, ich habe Birkenholzbretter, warum auch immer. Cool. Vielleicht weil du Birkenholz gefertigt hast? Echt nicht? Wozu brauche ich das? So, ich brauche noch eine extra Lagerhalle, ich sehe es schon. Ich brauche auch so einen coolen Lagerraum, so wie du. Ja, gell, ich bin voll cool. Die einen sagen so, die anderen so. Die einen haben Selbstbewusstsein, die anderen tun jetzt mal so. Lass mich doch einmal selbstbewusst sein. Ja, du machst dies bisher ganz toll. So. Da
reiben wir das Ganze mit Holz aus. Oh, ich brauche einen neuen Helm. Die Spinne hat meinen Helm geklaut. Vorher war es noch die gesamte Kleidung, jetzt nur der Helm, okay. Ja, ich habe die andere Kleidung wieder gefunden, den Helm aber nicht. Okay, soll ich dir was basteln, oder? Ja, du musst mir was zum Anziehen machen. Sonst muss ich lange durch die Gegend rennen. Oh, im Moment gerade sind sie leider alle ausgegangen, die Sachen. Das tut mir ganz arg leid, Das ist mir jetzt ganz arg, dass das hier nicht irgendwie, ja. Ich bin untröstlich. Ja, ich auch, wenn ich dich mal wieder töten muss. So, und ich glaube, den Stein kann man jetzt mal hier auch zwischenlagern. Das sind nochmal Birkenholzbretter. Ja, den Sand brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber ich brauche jetzt. Ich habe Leiter. Ich weiß jetzt, wie man Leitern baut. Habe ich dir das nicht gerade vorhin erklärt? Ja. Schon möglich. Ich hätte aber auch natürlich selber rausfinden können. Aber gut. Ich würde mal dazu sagen, Tittenbonus, oder? Warte, lass mich kurz gucken, wie viele bei uns auf dem Stream sind. Wenn du Glück hast, noch keiner. Irgendwie bin ich rausgeflogen bei Twitch. Moment. Das ist natürlich super. Das hat der Anni wieder ganz fein gemacht. Hey. Ja. Ach, ich bin immer. Ganz toll. Du bist ja ganz braver, Junge. Wir sind immer noch auf dem Falschen. Du warst auf dem falschen Weg. Nein, wir waren im falschen Podcast updated. Und da kam gerade mein Gejammer nach deinem Satz gerade eben, der wurde gerade nochmal wiederholt. So, bist du gerade in der Nähe von dem Bett? Ja. Sollen wir dann gerade schlafen gehen? Also? Nicht, oder? Doch, ich gehe in mein Doppelbett. Okay. Wie kann man sich da auch ein Doppelbett basteln und zwei nebeneinander bauen oder was? Oder? Ja. Also machen wir das doch. Ich kann sogar ein Hochbett bauen. Echt? Oh, meine Schuhe brennen. Ich höre mich hier gerade doppelt. Du, Tay, da ist da was für dich. Was ist für mich? An deinem Kuhstall. Moment, ich entfern's gleich. So. Dann kannst du gleich noch die zwei Skelette und die Bäume. Das ist doch kein Doppelbett, das sind nur zwei einzelne Betten aneinander gereiht. Okay. Nein, wenn du genau hinschaust, dann sind die verbunden. Ah, okay. Siehst du das? Ja. Aua! Was ist jetzt explodiert? So ein dummer Creeper, da war noch ein zweiter. Und unter den Bäumen sammeln sich hier gerade die Skelette. Wow. Das ist jetzt nicht sein. Dein Haus sieht irgendwie komisch aus. Das hat Style, okay? Ich habe Tine angerufen und die meinte, das muss so sein. Soll ich dir ein bisschen helfen? Komm, ich hab noch ein bisschen Erde da. Mein Haus wird nicht mit Erde aufgefüllt. Ja, ich meine hier unten. Ja, das kannst du machen. Ich muss jetzt hier erstmal mein Haus wieder errichten. Puh. So, mehr habe ich leider gerade nicht an Erde da. Aber da hinten ist noch ein Pfund. Und die erste Reihe der Birken machen wir jetzt hier mal weg am besten. Kann man hier irgendwie Schadensersatz oder so einklagen? Ja, kannst du dich ja mal an den Entwickler von Minecraft wenden, ob er da irgendwas Lust hat zum Zahlen. Er verdient ja genügend an dem Spiel, Alter.
Nein, dann muss man eigentlich nur meine Mauer wieder aufbauen. Das reicht mir eigentlich schon. Toll, und mein Glas hat er auch weggesprengt. Da ist der schlau. So, ich baue da hinten mal noch ein bisschen Erde ab. Na toll, und dann gibt er mir noch nicht mal alles. Der hat auch meine Tür weggesprengt. Selina, oh mein Gott, der Creeper ist so. Ich krieg mich gerade echt nicht mehr. Aber ich Ich fand es schwöre dir, trotzdem nett, irgendwer. wie er. Wie er was? Wie er direkt vor deiner Wohnung explodiert ist und man so richtig so innerlich deine Stimme gehört hat. Ich habe Besseres zu tun, als mein Haus jetzt eigentlich wieder aufzubauen, aber gut. Du, ich habe eine Frage. Oh nein, wenn eine Frau so fragt, dann heißt das immer nichts Gutes. Nein, ich will keine Schuhe. Nee, dann will sie irgendwas. Ja, einmal darfst du raten, was. Ich soll dein Haus wieder aufbauen, oder was? Nein, ich brauche eigentlich nur Stein. Ach so, liegt in meiner Kiste direkt unten im Keller. Direkt unten im Keller. Ja, direkt, wenn du runterkommst, auf der linken Seite. Ja. Ich glaube, da habe ich 10 Stacks oder so habe ich reingetan. Oder 5 Okay. oder. Ja. So, füttern wir noch ein Jetzt habt bisschen ihr eine. unsere Kühe. Sind eh noch so wenig. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt auch Karotten unten haben. Die Anzahl der Karotten schon reicht, oder? Nee, noch nicht. Hast du jetzt eigentlich die Kelle unten zugemacht? Nein. Also ich habe ja meine Stufen und jetzt kam eigentlich nichts mehr. Okay. Und ich treibe mich ja unten nicht so oft rum und deswegen. Ja, wenn Rick wieder da ist, dann. Ja, aber ich glaube, der wird mir goschen, wenn plötzlich sein Aufenthaltsraum irgendwie kaputt wäre. Aufenthaltsraum. Ja, seine U-Bahn und alles. Ja, das ist doch kaputt. Ja, nee, die U-Bahn ist noch okay. Echt? Ja. Wäre witzig gewesen. Och, sieht doch gar nicht so schlimm aus, dein Hausschaden, also. Und da jetzt stand Hühnchen. Ah, du lachst. Was? Was ist passiert? Du lachst. Ich habe da ein Hühnchen mit reingebaut. Echt? Ja. Wie kann denn sowas passieren? Keine Ahnung. Vielleicht eine unterirdische Chicken Farm. Du bleibst aus meinem Haus raus, ich schwör's dir. Die legen hier gerade Eier. Die vermehren sich gerade von Guck selbst. mal nach oben. Guck mal nach oben. Nee, die andere Du Richtung hoch. Dummer. Du dumme Wurst. Eigentlich Was sollte das jetzt? Ich wollte die veräppeln. Dann, hä? Wo kommt die Hühnchen denn her? Legendär, oder? Ich glaube, ich Ah, habe Gott, wie 32 schön. Eier oder so jetzt gerade runtergeworfen. Die hätte ich jetzt echt anders verbraten können.
Stimmt, daraus hätte man ein 3-Eier-Omelett machen können oder so, aber. Mein Computer springt ab. Willst du mich verarschen? Er passt sich nur dem Besitzer an. Meiner Mutter. Okay, ich nehme alles zurück. Scheiße, wa? Und jetzt hängt mir hier ein Hühnchen, danke. Ich hätte sie ja auch alle in deiner Wohnung aussetzen können, irgendwie. Ey, ich hätte dich gekillt. Okay, ich hätte erst die Hühnchen gekillt. Weißt du, vor allem, die sind so klein, wenn ich die kill, das bringt mir gar nichts. Ja. Man muss sie erst hegen und pflegen, ein bisschen groß machen, immer schön füttern. Ja, klar. In meinem Haus. So, schau ich auch aus, ne? Oh, das hat sich gereimt. Komm schon. Ja, guck, jetzt habe ich ein neues Design in meinem Haus. Jetzt habe ich halt statt 2 Fenster 4. So, ich glaube, ich baue die Bäume lieber weiter weg von unserem Haus auf. Ich mag das nicht, ja, wenn die Zombies direkt unterhalb von unserem Haus sind. Ja, wow. Ah, ich habe noch eine Axt. Ha, ich habe ein Hühnchen getötet. Das sind Birkensetzlinge. Ja, ich tue die mir bei Ricks Haus irgendwie aufbauen. Der ist ja gerade eh nicht da. Ja, und die letzten Folgen hat er ja immer gemeint, wir sollen ihm Holz bringen. Ja, der will aber Eichenholz. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert. So. Außerdem Birke ist eh viel schöner abzubauen. Habe ich ja schon öfters mal gesagt. Ja, ich hab's verstanden. Akazie, scheiße, Birke ist viel besser. Ja, richtig erkannt. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Oh, ich muss langsam echt wieder was mal essen. Wieso? Na, weil ich nur noch einen Essenspunkt habe. Du meinst diese Hühnchenschlägel? Ich habe Hühnchenschlägel, ich habe Brot, alles Mögliche. Hä? Oh, und da hinten ist ein schwarzes Schaf. Oh, das hole ich mir morgen. Oh, ich dachte, du meinst gerade mich. Du bist mir dann ein schwarzes Lämmchen, also. Das soll jetzt was heißen? Behaupte jetzt nicht, dass ich süß bin. Behaupte nicht, dass ich süß bin. Du weißt, dass ich das gar nicht mag. Ja, ich weiß. Habe ich ja auch nicht gesagt. Nee, das erinnert mich neulich, wo ich einer guten Freundin gemeint habe, ich finde ja Küken total süß. Und sie dann so meinte, keine Ahnung, ich bin Vegetarierin. Und ich den absoluten Lachflash bekommen habe. Das ist cool. Auch so witzig, ich saß mit einer Freundin bei Megas. Ich so, kocht die daheim eigentlich viel Fleisch? Sie gerade in ihren Hamburger gebissen? Nee, wir sind alle Vegetarier. So sitzt gerade bei McDonalds mit einem Hamburger in der Gosse. Das ist ja kein Fleisch. Oh. Nee, das ist kein Fleisch, das ist ja nur McDonalds. Das ist Formfleisch, das ist noch schlimmer. Ja. Okay, ich bring dir morgen ein paar Kühe um hier in meine Range. Aber nicht Hamburger. Der ist schon lang tot. Der war dein Schuh. Was? Den habe ich schon lang zu deinen Schuhen gebastelt. Ja, dann trag ich den Ding, ist immer bei mir.
Wenn er der Helm gewesen wäre, dann wäre er jetzt bei der Spinne. Ja, die finde ich ist witzig, ne? Hörst du, dass ich lache? Nein, also ist nicht witzig. Ja, merkst du was? So, sollen wir kurz schlafen gehen? Ich leg schon. Okay, Moment, dann lege ich mich jetzt. Warte nur auf dich. Ach so, okay, Entschuldigung. So, schaffen wir. Ich gehe jetzt aber schnell. So, dann kümmern wir uns jetzt um dein Outfit. Aber nicht Hamburger 2.100. So, jeder, der rauskommt, kriegt eins mit dem Schwarzen. So stelle ich mich auch sofort mal vor eure Haustür. Jeder, der rauskommt, kriegt eine Kopfhörer. Da gab es eine South Park-Folge zu dem Thema. Da ist ein Hühnchen. Da ist eine Spinne. Achtung, Achtung, wenn sie ein Lederhemd bei sich tragen, liebe Spinne, dann rücken sie ihn sofort raus oder ich muss gewaltig werden. Also, ich kann dir ein Lederhemd basteln. Ja, toll, jetzt ist es viel weg. Oh, da ist noch mehr. So. Lasst mich mal raus. Nee, du kommst nicht. Also, du willst ein Hemd haben, oder? Habe ich das richtig verstanden? Nein, einen Helm. Einen Helm? Oh, dann hätte ich gar nicht so viele umbringen müssen. Ups. Die haben sich bestimmt trotzdem. So, dein Helm ist bereit. Wo bist du? Ach, du stehst schon wieder oben. Auf deinem Gästezimmer. Ja. Ja, damit du bei mir übernachten kannst. Machen wir Pyjama-Partys. Jetzt brauchen wir Warum kriege ich jetzt gerade so einen kalten Schauer auf meinem Rücken? So, ich leg's dir kurz rüber, oder? Leg mir einfach ins Haus oder so. Ja, nee, ich warf's dir kurz hier hin. Ja, oder so. So, da liegt dein Helm. Cool, ich hab hier einen Klamotten. Lieferanten. So, und jetzt brauche ich schnell den Weizen, damit ich das schwarze Schaf mir holen kann. Weil dann können wir nämlich schwarze Wolle. Und das bringt genau was? Gar nichts. Aber vielleicht möchte ich ja auch noch einen schwarzen Raum. Ah, The Dark Room, ha? Ja, noch The Dark Knight, jetzt aus Dark Room. So. Schade, dass der Dick nicht mehr da wohnt, oder? Stimmt, ich könnte seine Achterbahn da unten könnte ich komplett schwarz ausbauen, oder? Dann glaub, machen wir nämlich aus U-Bahn machen wir dann eine Gruselgeisterbahn. Weil da dann lauter Zombies spawnen, weil alles komplett schwarz ist. Oh, das wäre gemein. Dann kommt doch runter. Ja. Was machen denn all die Zombies so? Okay, das geht ja gar nicht. Ja, das sind jetzt deine neuen Freunde. Darf ich dir vorstellen, deinen neuen Speedmarker? Oh, C-Fix, was ist denn hier passiert? Wieso ist denn die ganze Achterbahn hier explodiert? Oh, was ist denn hier los? Pyjama Party. So, wir holen das schwarze Schaf. Ich stehe auf dem Dach. Nein, nicht runterfallen! Aber demnächst muss ich dann auch meine Rüstung erneuern. Ich bräuchte mal Diamanten. Mhm. Dann bräuchte ich so eine Diamantenrüstung. Ah, da hinten ist das schwarze Schaf.
Na komm. Fiep, 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 lass das arme Schaf jetzt in Ruhe. Ja, ich will in meiner ganzen Herde jetzt ein schwarzes Schaf drin haben. So. Komm mit. Weil dann erkläre ich dir das nochmal, wie das genau mit Mendel war. So. Mit dem Fortpflanzen und so, ne? So, aber diese. Eigentlich, nee, mehr so Genetik. So, nein, ich zeig dir das nicht, wie die Schafe das tun. So. Ah. Danke, ich hatte bei den Bildern genug. Toll. Immer Frauen. Frauen denken echt immer nur an das eine. Das geht gar nicht. Das ist. Ja, total. Ja. Frauen wollen immer nur das eine. Genau, wir Männer sind hier anständig, machen keine Sie doofen wollen Witze. Essen, ohne dick zu werden. Ich finde unseren Channel-Namen immer noch witzig. Du sollst hier nicht fremd essen, du sollst hier mitkommen. So, kommst du wohl, du Schaf. Also man hat jetzt theoretisch Zugang zum Gästezimmer. Ja, jetzt geht's. Kommen da eigentlich Zombies rein? Ja, warum nicht? Die können da sogar spawnen, wenn es dunkel ist. Hast du eine Tür hingemacht oder? Noch nicht. Hatte ich aber jetzt vor. Kommst du jetzt mit? Muss ich dich jetzt hier anstoßen? Blödes Schaf. Du wolltest mir das mit Mendel jetzt nochmal erklären, ja? So, ja, das Schaf nenne ich jetzt auch Linea. Mutig. Ja, ist stur, kommt nicht hinterher und verhält sich doof. So bin ich gar nicht. Nein. Warum komme ich denn da jetzt nicht mehr runter? Das Ding nicht. Hallo? Geh vorwärts, du doofes Ding. Komm ich denn da wieder runter? Oh, das Schaf ist so blöd. Passt doch. Das will jetzt gerade hier auf dein Dach hoch. Und das Schaf ist auf deinem Dach oben. Ja, ich check nur nicht, wie ich von meinem Dach wieder runterkomme. So. Hallo. Komm. Weiter. Komm, Linea. Komm. Komm. Sei lieb. Das ist schon wieder Warum bei dir oben. Warum geht das denn nicht? Ich kann da nicht runter. Das ist scheiße. Die Schafe sind bei dir oben auf dem Dach. Wetten, du hast sie da hingeführt. Ja klar. So, hat geklappt. Jetzt schnell raus, Tür zu. Jetzt kann ich runter. Und das eine Schaf. So, und jetzt spielen wir Genetik. We took a black sheep and a white sheep. And said, look what it does. Und warte, 30. So, und was bekommen wir raus? Ein graues Schaf. Oder ist das grau? Keine Ahnung. Bist du jetzt grau oder nicht? Ja, also, eigentlich bin ich ja zu 60% weiß, ne? Pass auf, bevor es anfängt zu klugscheißen. Ach, Stuhlgang ist immer gut. Was? Das war jetzt immer so ein Ekelhaft. Das ist ein doofes Menschen. Du hast hier mit Klugausscheidungen angefangen. So, ich überlege hier gerade noch, ob ich nicht noch meinen Zuckerrohrstrand noch ein bisschen weiter mache.
Oder ob wir hier unsere Beachparty noch ein bisschen verkaufen sollen. Jetzt habe ich eine falsche hingemacht. Okay, und wie kommt man von unten nach oben? Ja, da klickt man einfach drauf. Und man kommt dann durch die Falltür. Ach, du hast die Treppe noch nicht gemacht, oder? Ja. Ich habe eine Leiter hingebaut. Das hast du sehr klug gemacht, da muss ich dir ein absolutes Lob aussprechen. Du vollbringst immer wieder Taten, die ich dir nie zutrauen würde. So. Tatsache. Aber ich glaube, ich baue es doch in das Dach, weil es ist echt doof. Ich komme nicht mehr runter. Oh. Ein Tag lang. Ha, jetzt habe ich es geschafft. Ah, es wird langsam dunkel hier. Die Türe geht sogar zu. Ob es aufgeht, habe ich jetzt nicht getestet. Egal, wird schon passen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, ich mache gerade meine Garten-Area noch ein bisschen schöner. Ja, kommst du dann auch ins Bett? Nicht, dass das ein Freund erfährt. Der hat gerade keinen Computer. Okay, Moment. Sieht aber echt schön aus. Also so auf die weite Perspektive. Was? So, ich leg mich ins Bett. Was sieht schön aus? Ich? Auf einmal? Nein, dieses Abendrot, das wir gerade hatten. Achso. So, neuer Tag, neue Hühnchen. Wisch ich jetzt noch gemütlich beim Abendbrot raussetzen, oder was? Ich hab mir gerade echt überlegt. Viel Spaß beim Selbstmord. So, ja, ich hab hier angegriffene Klonhühner. So, das waren meine Kornchen für heute. Ich muss echt weniger mit euch Noobs abhängen. Oder. Schon. Ich bin Level 38 aktuell. Ich Level 3. Geht's denn? Danke. Jetzt weiß ich auch, was es heißt. Oh, da ist ein Creeper wieder vor deiner Tür. Wie gut, dass ich hinten raus bin, wa? Dann willst du nicht noch kurz Hallo sagen, Hände schütteln und so? Nee, danke. Machst du ihn gerade kaputt? In deiner Wohnung? Okay. Nein, nicht. Nein, los. Komm. Oh, ich hab kein... Au! Ich hatte kein Schwert mehr. Das Loch füllst du wieder auf. Okay. Ja, ich war ja auch zu blöd. Eben. Brava. Okay. Muss ich das jetzt eigentlich mit oder ohne S aussprechen? Mit S. Tails. So. Natürlich habe ich mal wieder zu wenig Erde hier. Naja, dann ist halt dein kleines Loch da ein bisschen größer geworden. Ja. Aber ich baue dir hier noch ein bisschen Erde ab. Ich habe im Keller noch genug Erde. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen. Ach, das sagst du mir jetzt, ne, Klasse. Mir fällt gerade auf, dass meine Hühner weg sind. Ja,
kam heute Nacht der Fuchs. Wie heißt der? wie heißt der Fuchs nochmal? Zufällig Tails? Nein. Aber hier laufen doch lauter Hühner rum. Ja. Toll. Ist noch mal... Aha, jetzt sind sie wieder. Ach so, ich sehe sie noch nicht. Ach so, okay, ja, dann ist sie noch nicht. Lachst so. Du nicht gerade aus? Nein, ich lache mit dir, nur halt ein bisschen früher. Ich lache gerade nicht. Ja, irgendwann wirst du auch drüber lachen. Ich mach's jetzt schon. Ja. Du hast ein graues Schaf und ein schwarzes. Das ist absolut korrekt. Und ich habe keinen Stein mehr da. Na klasse. Das ist absolut korrekt. Stein können wir auch diesen sicherlich nehmen für ein Schwarz. Oh, willst du mich verpupsen? Okay, den Stein können wir doch wohl doch nicht nehmen. Und es gibt unten eine Lage Kleinstein. Kleinstein. Ein Stein. Nee, ich habe gerade alle Pokémon-Folgen probiert nachzusprechen. So. Also. Das war mal so eine ganz bekannte Sendung, wo total viel Geld damit gemacht hat, dass sie, ja, Pokémon. Ich kenne das. Das ich hab mich schon selber viel geschaut. Zu alt dafür. Zu alt. Ja. Klar, ich bin auch mega alt. Willst du? Pokémon. Wie alt warst du eigentlich, als die Serie rauskam? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr, tut mir leid. 50 oder ist es 50? Jetzt geht's aber ab. Das ist einfach so Kacke. Du hast mich als so alt beschimpft? Nein. Bezeichnet. Das ist ein großer Unterschied. Eine Bezeichnung ist nicht schlimm, eine Beschimpfung schon. Oh, warum ist mein Computer gerade so langsam? Ich hab die Krise. Toll. Was lachst du? Ach, nur so. Allgemeine Lebensfreude. Lebensfreude. Ja, genau. Ja, du musst mich als über 50 bezeichnen. Darum bist du jetzt glücklich? Ach, mein Gott. Kann so nicht arbeiten. Mein Gott, mach doch.
ernsthaft? Ja, gut, dann machen wir das jetzt nochmal. Nochmal als Testgriff. So. Der Rest vom Futter legen wir uns wieder hier hin. Und dann die Augen hier rein. Das heißt, geht bitte bei mir. Wie bitte? Das heißt, geht bitte bei mir. Ich habe keinen Trink nötig. Scheiße. Oh, die Karotten sind fertig. Und dann haben wir gleich doppelt so viele Karotten. Aha. Oder auch nicht. Doof, ne? Dann pflanzen wir es halt nochmal an. Ja, ich kenne das Texture noch nicht so gut. Okay. Ja, und ich weiß noch nicht, wie lange wir da noch warten müssen, bis da irgendwas gewachsen ist, oder? Ich hab jetzt einen Fehler gemacht, kann das sein? Oh, ja, hab... Auch daran gewinnt man. Ist ja nichts Neues. Sprich aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Oh, ein riesen Ehrenfeld hier. Dann kommt hier der große Bagger. Nein, es wird schon wieder dunkel und ich habe noch nicht mal die Hälfte des Daches. Ist natürlich sehr tragisch, gell? Ja, ich leide auch mit dir. Ich glaube, ich verbringe einfach mal einen. Da oben auf dem Dach dürfen sie dich eben eh angreifen, oder? Die Spinnen. Ja, die vielleicht schon. Aber ich dachte, ich habe dir jetzt die super Rüstung gemacht. Ja, die hat mich vorhin auch nicht super. Egal, dann bleibe ich heute Nacht mal hier oben. Und dann ich darf halt nicht runterfliegen. Ja, und ich bin runtergeflogen. Geht's oder ist es wie immer? Klar. Nee, ich bin gerade. Es geht. Nee, ich bin gerade hier vom. Egal, ich kann auch von hier unten weiterbauen. Bin ins Zimmer reingeflogen. Okay, ich gehe mal heim. Oh, ich bin mein Turm sieht echt gut aus. Er sieht wie ein das letzte Einhorn aus, irgendwie aus der Entfernung. Ja, das letzte Einhorn. Genau das. Genau ja, wie eine Ente mit Horn halt. Genau so. Da ist ein Creeper direkt bei mir im Haus. Ja, genau. Ha, ha, ha. Würde ich jetzt mal sagen. Ich werde die Nacht wahrscheinlich nicht überleben. Woher kam der jetzt? Ja, okay. Hast du die Tür offen gelassen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe eine automatische Tür zumacht vor Richtung deine Front. Ach so. Für alle, die es jetzt nicht kapiert haben, das sind man zurück Glatten. Die ich ihm übrigens gezeigt habe. Ja, dann würde ich ja auch nicht so kommen werden. Was machst du so? Ich füttere meine paar Hühnchen. Du könntest, glaube ich, damit meine komplette Familie zwei Wochen lang ernähren, oder? Ja, demnächst wird wahrscheinlich die Sauerleistung hier zu Ende gehen, so viele wie das sind. Ich leg mich mal schlafen. Wo bist du gerade? Nicht in meinem Bett. Okay. Ich bin im Ding oben und ich habe kein Bett dabei. Die Betten kommen ja später. Ich muss
muss mir noch irgendwas überlegen, ob ich da vielleicht irgendeine Kuhfütterungsvorrichtung noch irgendwie mache, oder? Wenn du genug Eisen hättest, würde ich sagen, komm, bau dir Schienen. Ja, wenn das gehen würde, dass man da dann irgendwie Futter reinlegt und die können sich dann immer daran bedienen. Ich gehe mal hier oben auf meinen kleinen Turm. Achso, nein, da bauen eine Lore. Bau eine Lore oder irgendwie sowas und tu da Futter rein. Da hinten ist unser Sandstrand. Hier ist mein Feld. Sieht sehr schön aus. Weißt du, was für eine Idee ich gerade habe? Ich ja, habe jetzt aber dieses Teil so hoch, also so erhöht gebaut. Ja. Und das mache ich jetzt auch. Jetzt baue ich mir so eine Extern. Also so eine Küche noch, ein schönes Wohnzimmer so ein bisschen erhöht. Okay. Anderes, damit halt so ein Stopp. Das sind Spinnen vor deinem Haus. Ja, solange sie nicht hochkommen. Na, ich bin echt begeistert hier von meinem Leuchtturm. So, ich geh mal wieder Das wird jetzt der Bad-Turm. Was? Ich brauch nur noch so ein Bad-Signal. Komm schon, das wäre mega cool. Es leuchtet ja eigentlich schon oben. Ich komm dich mal besuchen da oben. Dann schau es mir an. Dann genug. Okay. Bei Tag oder bei Nacht? Dann komm ich. Weiß ich nicht. Also wenn du möchtest, kann ich gerne kurz hier so ein kleines, wie soll ich sagen, kann ich zu dir rüberbauen? Nein. Ich will keine Verbindung zu eurem Haus haben. Hey! Ich will hier keine Küche haben. Hey! Ja, lass du einmal die Kellertür offen, du. Hey! Ja, ist so. Außerdem, ich habe hier mit Absicht ein Haus gebaut, dass ich von euch zwei Jungs wegkomme. Na, klasse. Ich hab dich lieb. Ja, du mich auch. Ja, das sag ich doch gerade, ich hab dich lieb. So, ich brauche einen Eimer. Ach, hier habe ich noch einen Eimer. Das ist voll cool, ich bin vorhin nach Hause gekommen und hatte gleich der Sammy ein Stück gepumpt. Wer? Der Freund von meiner Mutter. Okay. Der hat mir so einen lila, pinken Kuli in die Hand gedrückt. Voll cool. Das sieht voll cool aus. Einen Kuli? Ein Kuli, ja. Okay. Einen pinken. Ein pinker Kuli. Ey, lass nicht aus Acht, dass das jetzt ein pinker Kuli ist. Der wäre halb so cool, wenn er grün wäre. Okay, aber entschuldige, dass ich nicht in die Luft springe, ich hab's im Kreuz. So, hier noch die 5 Knochen. Jetzt soll ich spinnen. Kaum mach ich Licht an, schon höre ich spinnen. Das ist nicht das. Ja, ich höre die Zombies und sehe sie hier aus meinem Haus. Vor unserem Haus ist mal wieder ein Creeper unterwegs. Creeper. Ja. Ich finde es witzig. Creeper. Und der nette Mann hier vom Mythogenesungswerk. Der Grüne? Ja. Irgendwas an, ich brauche hier eine Kuhfütterungsanlage. Es hilft nichts. Okay. Ich will die Kühe aus meinem. Ich mache hier ein Loch rein ins Fenster. So, dann kann ich jetzt nämlich die Kühe direkt aus meinem Haus rausfüttern. So. Komm her, meine guck. Struktur. Hier gibt's. Lecker Futti. Direkt wie bei Mutti. Die Kühe keine Milch abgeben. Reicht Fleisch und Leder nicht? Nee. Hey, die Schafe geben nicht her, da muss ein anderes Tier mehr geben. Okay, die Spinne will auch noch offenbar ein bisschen was zu essen. Oh, schlechte Idee. Ich habe lauter Babykühe jetzt in meinem Haus. Okay.
Okay, dämliche Idee. Geht ihr wohl wieder raus zu Mami? Ja, alle raus mit euch. So, wir machen hier zu. Ich lache nicht mit dir. Ich lache gerade über dich. Ich glaube, ich mache das von deinem ehemaligen Schlafzimmer aus, oder? Geht das? Muss ich mir nachher mal angucken. Mein ehemaliges Schlafzimmer ist abgerissen. Ja. Ja, ich weiß, das ist jetzt mein White Room. So, aber es scheint schon so, als würde... Ach nee, der Mond ist noch weiter oben. So, gehen wir nochmal runter. Spinnen können nicht zufällig Bäume hochklettern. Na, Bäume weiß ich nicht. Okay, das wäre nämlich doof. Ich bin auch langsam müde. Das wäre nämlich sehr unpraktisch. Aber heute machen wir nicht ganz so lange. Puh, der kriegt länger weh. Das ist unfair. Warte, ich nehme den Satz zurück. Was hast du gesagt gehabt? Nein, ich sag's jetzt nicht nochmal. Das gibt's doch nicht. Der Stift hat schon Kratzer. Aber schwer ist nicht gut. So, neuer Morgen. Und wieder stehen die Creeper direkt vor deinem Haus dran. Oh, ja. Was haben die eigentlich mit meinem Haus? Ja, sie brennen auch schon für dich. Creeper. Creeper brennen. Ja, der Creeper brennt nicht, aber hier die anderen Zombies. Und ich kümmere mich jetzt hier um die Bewässerung meines kleinen Ackers unten. Ah, hier die Spinne, da sag mal auch noch schnell Hallo. Und auch diesen netten Creeper hier. So, jetzt legen wir den Eimer an. Und dann bewässern wir hier, machen wir das jetzt zu einer ewigen Quelle. Einmal auf den hier einfüllen. Dann nehmen wir noch von hier raus. Einmal hier einfüllen. Und einmal hier und na mischt. Nochmal. Kommt schon. Noch einmal. Nein, das ist jetzt eine Spinne, ernsthaft. Wo ist eine Spinne? Ja, bei mir hier unten unter meinem Vorbau. Ja, komm mal her, waschen hilft. Mal tot. Ja, super, danke. Komm mal her unter meinen Vorbau. Unter mein Gästezimmer. Ich glaube, da hat ein Freund was dagegen, oder? Komm mal unter mein Gästezimmer. Okay. Komm unter das Ding, wo ich halt gerade gebaut habe. Verdammt nochmal, beweg einfach deinen Arsch hin und mach die Spinne kaputt. Ja, ich bin ja schon da. Ach du. Nach Hühner und Schafen tust du jetzt auch Spinnen. Ja, aber die mögen nicht. Oh, hier ist noch ein Creeper direkt an deinem. So. Da ist jetzt noch eine Spinne. Ja, und was soll ich jetzt damit machen? Töten. Da ist noch eine Spinne. Ja, die muss nur herkommen und gegen meinen Schwert versehentlich laufen. Ups, die ist da jetzt einfach so reingelaufen. Gibt's hier eigentlich auch einen Durchgang, durch den man durchgehen kann?
Ja. In dein Vorbau. Ah, hier. Nein, da leider nicht mehr. So, ich komm mal hoch. Aua! Du stehst über mir. Ach. Was machst das du? Das klappt ja super mit dem Hochkommen. Sag nichts, ich finde das voll cool hier. Ja, das wird der Kerker, oder? Ja, für dich und Rick. Okay. Ganz toll. Ich finde das richtig schön. Das wird so mein SM-Studio, weißt du? Ach, für Schreibmaschine. Was? Schreibmaschine? Ja, SM, oder? Achso, ja. Das wird mein Schreibmaschinenzimmer. Ich habe jetzt beschlossen, ein Unternehmen aufzumachen und da sich das am meisten angeboten hat, mache ich das mal. Okay, okay. Du meinst, du hast Erfahrung mit Schlägern oder was? Ja. Schlag regelmäßig. Was denkst du? So, ich habe hier gerade die komplette Stampede. Ja, es kriegt ja jeder was hier. Für alle noch. Futter da. Vaseli. Ja, komm noch ein Zö. Was ist? Ich kümmere mich hier gerade um meine Wasserquelle hier. Moment. So, hier ist es eigentlich, da ist es noch nicht ganz ruhig. Geht zumindest mal so. Warum eigentlich eine Wasserquelle? Damit hier mein Acker richtig schön aussieht. Aha. Ich brauche jetzt hier gerade ein paar Körnchen noch, damit ich das hier noch ein bisschen vergrößere. Also ich habe jetzt entschieden, mein Haus kriegt einen Special Effekt. Oh, jetzt kommt's. Also das Gästezimmer eigentlich. Ja, ein Vorbau. Da kommt man jetzt halt über ein. Ja. Da kommt man halt jetzt nur über das Dach drüber. Na, ob das die Baubehörde durchgehen lässt, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Ich habe gute Kontakte, weißt du. Na, okay, hier wieder. Der 50-Euro-Antrag, gell? Was? Hier. Bestechung. Sowas würde ich niemals tun. Ja. Was denkst du von mir? Wie bist du dann hier auf den Channel gekommen? Okay. Das musst du wissen. So, ich überlege mir gerade, ob ich die Zuckerrohrseite, ob ich die nicht aus Sand machen soll oder ob ich die auch aus alles begradigt. Komm schon.
komm gleich. Ich meine nicht dich. Ich meine hier, ach so, wegen der Leiter. Warum funzt es nicht? Das ist jetzt eigentlich. Hättest du es mir jetzt früher sagen können? Was? Mein Gott, ich bin ein bisschen Männer. Dass wenn ich deine Leiter hab, dass ich das Loch nicht mit zügeln kann. Jetzt funzt's. So, hier noch einmal. So, ich habe jetzt voll den coolen Special-Effekt hier. Okay. Und wehe, einer sagt was gegen hier mein Dach aus. Ich wollte jetzt nicht das Wort Vorbau benutzen, weil, naja, du weißt schon. Ja, du findest es natürlich jetzt wieder total. Warum? Weiß ich nicht, weil ich hier so jemanden habe, der das total witzig findet und ich das gar nicht witzig finde. Deswegen. Warum? Weiß ich nicht, warum du das jetzt witzig findest, aber gut. Das musst du jetzt schon selber beantworten. So, hier noch einen. Also ich finde das jetzt hier voll cool. Ja, ich auch. Ah, nein, Mist. Was denn? Ich erweite hier gerade noch meinen Garten. Du wolltest Großbauer werden? Ah, ich probiere hier gerade verzweifelt irgendwie das Wasser hier noch reinzukriegen. Und das war falsch. Das geht besser. Mal ran, da nehmen wir uns einen raus. Also wenn man jetzt dann ein bestimmtes Wort ersetzt hätte, dann wäre der Satz ziemlich witzig geworden. So, hier fließt es auch noch. Oh, ich bin endlich in meinem Haus mal wieder drin. Okay, ich komm heim. Also zu dir heim. Ja. Ich muss noch mal hochgucken an meinen tollen Turm. Also wenn du willst, du kannst dich gerne ins Bett legen, denn ich liege auch schon. So. Ja, nee, ich liege im Bett. Ich habe gerade kein Babyschwein, aber okay. Ich weiß nicht, was du mit deinem Schwein zu veranstaltest. So, zurück zum Spiel. Ja. Meine Hühnchen haben mal wieder Hunger. So, und wir schauen wieder raus. Ist irgendwelche netten Creeper hier? Nein. Oh, der arme Tails. Ich hatte gar keine Freunde zum Boxen.
Quelle basteln. Wo fließt es? Einmal fließt es hier. Und dann ist es auch noch hier irgendwie geflossen. Wow, wow, wow! Achtung, Achtung, wichtig! Jetzt kommt's. Ich bin Level 4. It's a party! Und meine Hühner gehen gerade spazieren. Scheiße. Boah, geh zu! Mein Gott. Wasser und machen hier eine Quelle hin. Wo bist du gerade? Ich bin an meinem neuen Acker. Der ist wo? Da unten, wo der alte ist. Okay. Wieso? Muss Alter, ich mich besuchen, was hast oder du? Was? Ja, what the fuck, deine Kuhfarm hier. Pass auf, dass die Kühe nicht bald Selbstmord gehen, weil sie Platzangst kriegen. Nein, die sind nicht überfüttert, die können nicht platzen. Ich vermute mal, die Figur da im Wasser bist du. Ja, das bin ich. Ich arbeite hier gerade noch ein bisschen meinen kleinen Gemüsegarten. Hey! Woher kommen jetzt die ganzen Hühner? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, woher die Hühner kommen! Ich droppe die ganze Zeit Hühner! Bist du fies? Sei froh, dass ich dich nicht erschlag. Ach, ich fand das war nett. Ja, du fandest das nett, ich fand das jetzt weniger nett. So, hier noch einmal. Oh, und jetzt strömt hier schon das Wasser rein. Du wolltest eine Wasserfarm machen, oder? Ja, nein, ich muss ja jeweils immer um 3 rum muss ich um 8 oder um 7. Kommt ihr wohl raus hier unten? Du tötest jetzt nicht die Hühnchen. Wirst du dich unterstehen, du? Wieso hast du ein Eisenschwert? Weil ich mir eins gemacht habe. Wir haben viel zu wenig Eisen und die Frau baut sich hier ein Eisenschwert. Ja, ich bin eine Frau, ich muss mich richtig verteidigen können. Und dann immer schreien so, oh, hier sind Creeper! Oh mein Gott, zu Hilfe! Ja. Wer beschützt mich hier? Da ist eine kleine Itzi-Spinne! Ja, okay. Ja, kein Problem. Ja. Hey! Brauchst du das noch? Das Zuckerrohr? Das ich hier eigenhändig mit meiner Händekraft hier angebaut habe? Ja.
Ja, für Papier halt und für einen Kompass. Also brauchst du es nicht mehr. Ja, wenn das abreicht, dann pflanz Neues an. Ich will eigentlich nur ein paar zur Dekoration in meinem Haus haben. Ja, dann kannst du ja danach wieder anpflanzen. Du kriegst ja eh mehr, als dass du hier abreichst. Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Scheiße, ernsthaft, ich komme nicht mehr raus. Oh nein, mein Zuckerrohr ist da weg. Oh, komm her, Zuckerrohr, komm her. Das ist ein feines Zuckerrohr. Geht's oder ist es komm wie her, immer? Geht. Komm her jetzt. Oh, mein Zuckerrohr. Ja, da muss ich halt mit einem mehr abschlafen. Na, klasse. Oh, mein Computer ist so langsam, ich komme nicht mal mehr aus dem Wasser raus. Willkommen in meinem Leben. Du hast sowas? Oh, ich bin draußen. Erde, ich hab keine Erde mehr. Nach Hause telefonieren. Ja, dann pflanze ich das hier nochmal neu an. Machst du super. Viel Spaß. Falls da oben jetzt Creeper sind, ich rufe dich, okay? Du hast mich doch so lieb, dass du mich natürlich nicht sterben lassen willst. Naja. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also, wenn ja, da oben jetzt wirklich Creeper wären, die total Lust hätten, dich aufzumessen und ja, dann würde ich auf jeden Fall Ketchup vorbeibringen. Also. Und sie dann töten natürlich. Nö, vielleicht höchstens sagen guten Appetit oder so. Danke. Ich bin aber immer noch Level 4, du. Ich halte nicht lange. So, ich überlege, ob ich hier drüben nicht alles aus schönem Sand machen soll. Ich habe doch hier jetzt so viel Sand. Das könnten wir eigentlich machen. Dass wir hier einmal die Reihe hier abnehmen. Willst du mich verarschen? Was? Warst du in meinem Keller? Was soll ich denn im kleinen Keller machen? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Du willst mich gerade verarschen. Das war die Rache für die. Das war die Rache für die über 50. Sind sie denn schon erwachsen? Du hast in meinem Keller Hühner rein. Warte, das muss ich mir anschauen. Hau ab, ich schwör's dir. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass da 50 Milliarden ausgewachsene Hühner inzwischen wahrscheinlich sind. Komm her und ich töte dich. Trau dich in mein Haus. Ich sag nur, wie alt warst du da? Du warst doch sicherlich schon über 50. Komm in mein Haus und du bist tot. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das irgendwie zu sperren, dass du die Türen nicht mehr aufkriegst. Ne, ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwie machen kann. Aber ich würde sagen, in einer der nächsten Folgen können wir echt mal... Ich fand das total spannend, dieses RPG-Tool. Also, dass man da so ein RPG basteln kann. Mit Minecraft. So, ich muss mir mal angucken. Ich töte hier gerade 50 Milliarden. Warte, lass mich angucken. Ich stehe jetzt nicht da um. Sieht sehr spannend aus. Du Arschloch.
Entschuldigung, ich dachte, du greifst mich an. Warte, ich helf dir, ich helf dir. Nee, geh weg. Hau ab, bevor du mich triffst. Okay. Jetzt habe ich zumindest ein Abendessen. Aber ich war wenigstens so nett, dass ich sie nicht im ganzen Haus verteilt habe. Oh, ja. Ich schwör's dir, jeder, der das jetzt sieht, lacht sich einen ab. Damit hast du das zur besten Folge ever gekrönt. Wo hast du eigentlich das Bett hingebastelt? Das ist Bett. Wo ist denn dein Bett? Ich dachte, du hattest schon. In meinem Schlafzimmer. Moment. Mein Haus ist jetzt nicht allzu groß. Ach, da hinten. Ja, du machst da keine Hühner rein, weil sonst kill ich dich. Nein, so, in der Zwischenzeit war es ja nicht gemein. Also wird das jetzt immer eine Strafe sein. Wie hast du die Hühner hier reinbekommen? Ja, ich habe 50 Millionen Eier mitgenommen und habe die dann bei dir drin zerdeppert. Also ich hatte mein gesamtes Inventar voll mit Eiern. So, ich bin im Bett. Jetzt aber nicht in meinem. Geil, ich habe unendlich viele Eier im Keller rum. Warum höre ich immer noch Hühner? Ich habe doch alle getötet. Ach, wenn ich jetzt hier noch einen Huhn erwische, ich schwör's dir, ich krieg die Krise. Ich habe ein einziges Ei in meinem Haus. Du bist tot. Achtung, die Frau des Hauses kommt ins Schlafzimmer. Wenn du da liegst, dann ist es ziemlich problematisch. Wenn ich da mal reinkomme. Ey, du hast. Ich will da aber nicht schlafen. Ja, ich kann nicht mehr rübergehen. Ah, was machst du da oben hier? Hilfe! Vergiss es hier, mit dich niemand schreien hören. Oh nein. Ich werd hier sexuell virtuell genötigt. Das geht nicht. So, ich lieg jetzt im Bett. Wo? Neben dir. Wah! Es war ein erschreckender Morgen. Am frühen Morgen neben. Gott sei Dank, dass ich nur noch zwei Leben hab. Aber du bist wenigstens klug genug, die Tür zu öffnen. Verschwinde aus meinem Haus, ich will dich nie wieder. Ja, ich mache auch den Creeper für dich hier. Upsi! So. Wir haben da wartet ein Erdloch, wo gefüllt werden will. Naja. Jetzt weißt du, wie meine Sonntage normalerweise immer sind. Herzlich erfüllen! Ja, wenn man plötzlich aufwacht und denkt so, oh mein Gott, nee, mit der hast du jetzt nichts angefangen, oder? Also ich persönlich stehe ja eigentlich ein bisschen mehr auf, nicht ganz so viele Falten. Das war jetzt aber Red ruhig weiter, ich habe noch genügend Hühnchen. Hast du noch genügend Eier? Und wenn ich mit meinen Samenkörnern alle rüberlotse? Also, ich habe jetzt. Also, es liegen noch ein paar im Keller, was in meinem Inventar gerade so ist. Habe ich 30 Eier und noch mehr? Nee, mehr als 32? Ja. Und 20 rohes Hühnchenfleisch. Ja, da habe ich gute Arbeit gemacht, oder? Ja. Ach, stimmt, das Ruhe, hier können wir eigentlich auch.
auch mal verarbeiten. Ah, ich habe hier 64, wie heißt Zombie-Fleisch. Meinst du dieses verrottete Döns da? Ja, genau. Wo ich keine Sau brauche. Nein, ich muss mir jetzt echt mal ein bisschen Lava holen, damit ich unten so eine Art Mülleimer machen kann. Wo du alles reinschmeißt. Ja, wo man einfach reinschmeißen kann, dann ist es vernichtet. Weil gerade so Zombiefleisch, das liegt halt echt auf. Na? Ich hab dafür eine extra Truhe. Ja, aber die ist doch auch irgendwann mal voll. Ne, ich mach mir jetzt eine kleine Lava-Einrichtung hier. Vielleicht da unten beim Dark Portal, oder? Nee, das sieht komisch aus. Wo könnte man denn den Mülleimer hinmachen? Ach, hier ins Eck vielleicht. Sieht eigentlich cool aus. Ich sehe dich da gerade rumhantieren. Wie kannst du mich hier sehen, oder? Was wollte ich mir jetzt gerade machen? Ja, wenn du in deinem Haus irgendwie am Fenster stehst. Ah, okay. Moment, ich brauche noch. Dann kann ich dich sehen. Mehr. Oder sind einfach nur deine Kühe. Ach genau, ich wollte eine Tür bauen. So, dann brauchen wir noch ein Schild. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ein Stecken. So, und das hier nennen wir den Mülleimer. Der Mülleimer. Demnächst im Kino. So, und jetzt müssen wir nur noch die Lava abholen. Dafür. Wir holen Lava. Ich hab den coolsten Filmtitel ever. Denn wir holen Lava. Du holst Lava. Ja. Lava. 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 Ja, ich bin nur Mr. Lava Lava. Wovon träumst du nachts? Stopp, halt. Ich will's nicht wissen. Ja, von der Lila Milka Kuh. Nein, meine Geschwister nennen mich nicht so, nein. Oh Gott, okay, wir haben einen Mülleimer. Oh. Wieso machst du jetzt einfach nur deine Geuschen auf, oder was? Oh, 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 nicht runterfallen, Kühe, nicht runterfallen. Na, dann müssen wir hier doch ein bisschen ordentlich machen. Moment, hier können wir auch... Das muss ich noch anders gestalten, das gefällt mir überhaupt nicht. Ha. Aber jetzt kann ich hier alles entsorgen, was ich nicht mehr haben will. Das ist weg. Perfekt. Ich kann das ganze verrottete Zombiefleisch holen. Die Spinnenaugen, was macht man eigentlich aus Spinnenaugen? Ich muss mal gucken. Ein Auge. Spinnenauge kann zu fermentiertes Spinnenauge umgewandelt werden. Und dann gegessen. Ja, wodurch man allerdings wieder vergiftet ist. Und beim Brauen kann man daraus einen gewöhnlichen oder einen Trank der Vergiftung machen. Okay.
Kessel könnten wir eigentlich echt mal haben. Dum-dum-dum-dum-dum. Ach, ich kann auch Milch machen. Ha, wie? Ja, indem ich mit einem Eimer zu einer Kuh gehe und auf sie rechts klicke. Und mit 3 Weizen, einem Ei, 2-mal Zucker und Milch kann ich dir einen Kuchen machen. Ach, das mache ich jetzt mal. Aber ja, dann sind die Eimer halt weg. Das ist blöd. Nee, dann machen wir das nicht. Oder geht's? Ich will aber einen Kuchen. Ja, ich probier's mal aus. Moment. Dann darfst du auch eine noch bei mir im Gästezimmer machen. Ja, dann muss ich ja wieder neben dir aufwachen. Nee. Schräg über mir. Ja, nee, das Problem ist, dann ist der Eimer weg. Aber ich kann die Milch trinken. Trinkst du mir Milch mit, dann können wir zusammen Milch trinken. Aber es hat überhaupt keinen Effekt irgendwie die Milch. Also ich krieg da das irgendwie keine Superkräfte. Ja, nee, ich fänd's ja schon cool, wenn ich dann mit irgendwie irgendwie mein Leben irgendwie auffüllen hätte können. Sehr cool. Da haben sich die Entwickler wahrscheinlich gesagt, zu einfach. So. Klar, wer kommt jetzt drauf, mit Eimer zu einer Kuh zu gehen? Dum, 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 dum. Was soll das jetzt bedeuten? So, soll ich Pfeile oder soll ich mir... Nicht noch irgendwo einen Bogen oder so? Ja, das ist... Ich muss jetzt echt mal noch ein bisschen Eisenbahn anfinden. Also mein Gästezimmer ist jetzt fast fertig. Jetzt brauchst du ja nur noch Fenster. Und Leitern. Es wird dunkel. Oh, ich bin aber gerade im Keller unten. Also ich leg mich mal in eins der Betten. Ja, ich bin nur gerade hier ganz unten. Und ich glaube nicht, dass der Rick hier ein Bett... Obwohl, ich kann ihm ja hier mal kurz eins basteln. Ich brauche ja nur 3. Ach, ich habe keine Wolle. Okay, ich laufe wieder hoch. Ja. Aber ich glaube, ich werde jetzt langsam Ausschluss machen. Ich muss halt echt mal früh ins Bett gehen. Aber ich lasse. Früh ins Bett? Ja, nee, ich krieg morgen Besuch und ja. Oh Gott. Da möchte ich wenigstens ein bisschen ausgeschlafen sein. Warte, wenn ich jetzt früh ins Bett gehe, dann stehe ich morgens früh auf und bin am Abend schneller müde.
Das habe ich sehr klug nachgedacht. Sehr schnell. Natürlich, wenn ich sehr schnell mitdenken kann. Kein Gelächter. So, ich lege mich hier nochmal ins Bett und dann beende ich den Stream hier. Linnea wurde von Spider erschlagen. Ja, das ist schon länger her. Also, dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und auch an die YouTuber fürs nochmal anschauen. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde und ich wünsche euch alles Gute und bis dann. Ciao. Tschüss.